Der erste Lockdown ist jetzt 3 Jahre her und ich habe aufgeschrieben, was in diesen 3 Jahren in meinem Leben passiert ist. Viel Spaß! Ich habe die Matura gemacht, ich habe 2 verschiedene Studiengänge angefangen und einen davon abgebrochen. Ich war 3-mal Corona-impfen und habe 2-mal Corona gehabt. Ich habe 6 verschiedene Freundeskreise verloren, 3 beste Freundinnen verloren und habe 2 Trennungen durchgestanden. Ich habe mit dem Rauchen angefangen, ich habe 12 Piercings und 15 Tattoos stechen lassen. Ich habe mir schätzungsweise 20 Mal die Haare gefärbt, aber genau kann ich das nicht mehr sagen. Mein Bodycount ist von 1 auf eine Zahl gestiegen, die ich nicht erwähnen möchte. Ich habe mich als bisexuell geoutet, glaube aber mittlerweile, dass ich pansexuell bin. Ich war 4-mal auf Akutpsychiatrien, 2-mal in psychiatrischen Tageskliniken und 1-mal in einer psychiatrischen Reha. Ich habe 5 Diagnosen bekommen, bin jetzt mittlerweile in der Diagnostik für die 6. Diagnose. Ich bin in die Alkoholsucht reingefallen, habe es wieder rausgeschafft, hatte einen Rückfall. Ich war 7 Monate selbstverletzungsfrei, hatte einen Rückfall. Ich habe 13 Kilo abgenommen und 4 Kilo wieder zugenommen. Ich habe 5 Jobs gehabt, die ich alle abgebrochen habe. Ich habe 19.000 Follower auf TikTok bekommen. Ich habe ein eigenes Auto bekommen und ich bin 3-mal umgezogen, nur dafür, dass ich jetzt schon wieder bei meinen Eltern hocke.